Also wir sind jetzt in der berühmten Ort der Blue Mountains. Das hinter mir sind die Three Sisters, also die drei Schwestern. Das ist eine ganz beliebte Touristenattraktion da zu Katoomba. Also das ist ja so das Zentrum der Blue Mountains, wo viele Touristen daher kommen. Also die Felsenformationen sind also, das ist eine Aboriginal-Legende, das sind drei Schwestern, aber ich weiß nicht so viel darüber. Also das ist einfach sehr schön und das empfehle ich euch zu sehen. Und gerade ein paar hundert Meter um die Ecke haben wir etwas weiteres entdeckt. Okay, wir sind jetzt in Katoomba. Es hat da früher so einen Waldbrand gehabt. Da, wie Sie da sehen könnt, die Bäume sind irgendwie verbrannt. Das war ein sogenannter Bushfire oder Waldbrand, der da früher war. Ja, da wo Waldbrand war, ist jetzt so Neuwuchs. Also die Farne sind sehr grün. Sehr schön jetzt. Die Eukalyptusbäume sind so nicht mehr so gut, vielleicht tot. Aber die Farne sind jetzt so grün und so schön. Das Buschfeuer ist vor zwei Monaten von Jugendlichen, die in dieser Gegend wohnen, mit Absicht angezündet worden. Wie ihr in diesem Bericht nachverfolgen könnt. Two teenagers are free on bail tonight after being charged with lighting a series of bushfires that threatened homes in the Blue Mountains. Tip-offs from the public led police to the 13 and 19-year-olds who were arrested at a home they shared in Katoomba. Police allege he's among a network of arsonists responsible for torching dozens of hectares in the pristine Blue Mountains. The 19-year-old was stopped and taken into custody as he drove through Katoomba this morning. Also arrested, a 13-year-old boy. Strike Force investigators believe the pair used homemade chemical devices to spark at least two of 13 fires deliberately lit in the Blue Mountains since Sunday. To be 13 years old and lighting bushfires is, look, the investigators really, they shook their heads. The worst of the fires spread across a 1 kilometre front at Lura on Monday, threatening homes and also the lives of a small army of volunteers and firefighters. All up, 20 hectares were wiped out, but there were no reports of damage or injuries. Police suspect a handful of local firebugs are still on the run. So my message to you, if you think it's cool to start a bushfire, we will come down on you swiftly and we will put you before the courts. Anyone caught lighting a fire could face a jail term of up to 14 years. In Katoomba, Matt Doran, 10 News.